Was auffällt in Puls? Es gibt viele Details, die auf einen ganz bestimmten Fußballclub hinweisen. Hier ist der Sitz des HSV-Fanclubs des Störtebekers mit 50 Mitgliedern. Und einem sehr besonderen Vereinsbus, mit dem die Pulser zu jedem Heimspiel fahren. Ich nehme mal Platz. Und das, ach nein, wie witzig. Was haben wir denn hier? Ja, Cola Korn? Nervennahrung. Haben Sie in dieser Saison gut brauchen können, oder? Definitiv zu viel davon, ja. Ja. Wie geht's Ihnen denn als HSV-Fan? Also ich persönlich muss sagen, na? Ja, viele sagen, wie hältst du das aus? Wie machst du das? Ja. Ich habe mich damit eigentlich schon seit 4 Jahren abgefunden. Alle sagen, kannst du dich doch nicht einfach so fallen lassen. Aber ich sehe das anders. Die Liebe bleibt treu. Man sieht's. Ja. Sie fahren auch trotzdem. Dauerkarten bleiben auch für die nächste Saison. Haben wir wieder bestellt und da wollen wir wieder hin. Ja. Vereinsleben wird großgeschrieben in Puls. Da es keine Gaststätte, keine Schule, keinen Einkaufsladen mehr gibt, ist das für die Menschen die beste Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen. Von den 600 Einwohnern sind allein 200 im SV Puls organisiert. Die meisten zum Fußball spielen, Fußball gucken und Fußball feiern. Ja. Man kommt nicht am HSV vorbei. Nein, das ist so. Und das ist sogar noch signiert von dem Dino. Nein. Ja. Das Markenzeichen des Vereins? Eine super gepflegte Sportanlage. Und drei Männermannschaften. Drei Männermannschaften. Und Jugend auch noch? Ja, Jugendmannschaften. Aber wie gesagt, immer mit anderen Vereinen zusammen, weil wir doch zu wenig Jugendliche hier haben. Aber zum Spielen kommen die bestimmt gerne alle zu Ihnen, oder? Ja, natürlich. Auch dank der Verpflegung und so. Ja. Man hat das ja gesehen, betreutes Trinken ist natürlich angesagt. Ist es eigentlich Voraussetzung, wenn man hier spielen will, dass man auch HSV-Fan ist? Nein. Muss man. Nein, es wird aber gern gesehen, wollen wir das mal so sagen. Aber meine München-Gladbach-Fans würden Sie auch mitspielen lassen. Ja, okay. Aber wir werden im Moment immer stärker unterwandert von den Bayern-Fans. Das ist leider so, ja. Gepflegt ist fast alles im Ort. Dafür sorgt ein eigens angestellter Gemeindearbeiter. Er guckt auch mal bei den Ringreitern nach dem Rechten. Die sind auch in einem Verein organisiert, mit immerhin rund 120 Mitgliedern. Der kleinste Club in Puls? Der Motorradclub. 15 Aktive und ein stolzer Präsi. Um was handelt es sich da? Was ist das? Eine Suzuki, 1500er, Shopper. Ja, so ein bisschen. Ich habe noch ein zweites Hobby, das ist Modellbau, so Fliegerei. Und dadurch habe ich das Motorrad so ein bisschen nach dem alten Modellflieger gestaltet. Also, ja. Ne? Ja. Ja. Wow. Bisschen Eigenkonstruktion. Ist es schnell oder ist es gemütlich? Gemütlich. Ja. Ja. Ne? Schnell ist es da drinnen noch. Ach so. Und sind Sie HSV-Fan? Nein. Borussia Mönchengladbach. Ich auch. Und kommt man damit klar zwischen diesen ganzen HSV-Fans? Ja, doch. Also, er ist ja auch Borussia Dortmund-Fan. Also das ist hier Dortmund-Fan? Auch nicht. Ja. Das muss doch jeder hier selber entscheiden, was er gut findet. Ne? Aber da wird man nicht geächtet hier im Ort oder so. Nein. Ziemlich viele glückliche Menschen in Puls. Ein Ort, wo das Vereinsleben noch hochgehalten wird.